Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tempest. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Allerdings bleibt momentan nicht mehr so viel Content zu entdecken übrig. Deswegen vermute ich, wenn diese Folge zu Ende ist, wird das fürs Erste die letzte sein, bis ein neues Update kommt und wir mehr zu entdecken haben. Und ich muss aber im Rückblick sagen, es ist ein sehr unterhaltsames Spiel. Es ist nicht ganz so anstrengend, so zeitaufwendig, aber trotzdem sehr unterhaltsam. Aber was halte ich euch mit dem Kleinkram auf? Wollen wir uns mit denen weiter befreundet halten? Ich würde mal sagen, eigentlich ja. Ich finde es immer gut, eine Großmacht im Rücken zu haben, die einem nicht das Genick brechen will. Es wäre vielleicht ganz günstig, wenn die einmal ausgewählte Zielgenauigkeit auch beibehalten worden wäre. Wer will hier entkommen sein? Ach, der da hinten. Okay, das ist sogar akzeptabel. Ach, das ist das Wind-Update. Da habe ich gar nicht drauf geachtet zuletzt. Gut, das beinhaltete ja in der Hauptsache erstmal, dass die Windrichtung das Spiel tatsächlich beeinflusst, aber das ist jetzt meines Erachtens zumindest nach eher ein kleineres Update. Wir haben eh genug. Einmal kurz durchgucken. Oh ja, es gibt jetzt Knöpfe, um Leute zu befördern oder um sie zu heilen. Was wesentlich angenehmer ist, als sie immer überall hinziehen zu müssen. Na, noch zwei runter. Medizin wird jetzt auch nicht mehr als Fracht aufgeführt, ist das richtig? Doch, ist immer noch Fracht, aber wird nicht mehr extra, wird jetzt extra angezeigt. Piratenüberfall, ja, da helfen wir natürlich wieder. Sowas. Feinde flüchten noch, während sie beschossen werden. Ja, der Kampf ist vorbei, ne? Ist klar. Kein Sturm ist, können wir natürlich auch keine Blitze herbeirufen. So. Oh, tatsächlich, die Flaggen legen sich auch in den Wind. Ich bin mal gespannt, was sie damit noch alles anstellen werden. Ah, und wir können wieder sinkende Schiffe rammen. Allerdings hängt das jetzt auch wieder mehr von der Geschwindigkeit ab, aber das sind eher so kleinere Sachen.
Wie gesagt, ich wäre eher auf so ein Content-Update aus. Mehr Story, vielleicht eine neue Storyline. Das wäre eigentlich mal so interessant. Wobei Gameplay natürlich auch keine schlechte Sache ist. Danke für das freundliche Rampenmanöver. Das wäre schon mal der erste. Hat außer uns keiner mehr Lust weiterzukämpfen? Nicht, dass mich das wundern würde. Ihr hättet nicht mal ein, zwei Drehungen nach links gebracht, ne? Entern möchte ich die ehrlich gesagt gar nicht. Oha. Warte mal, jetzt aber auch mächtig dicke Beute hier draus. So. Wir werden mich wahrscheinlich einige unserer Crewmitglieder heilen müssen. Rum, da hinten schwimmt was rum. Ich denke mal, wir können die Geschwindigkeit mal ein bisschen hochsetzen. Eine Schleife hier durch zurück und dann zur anderen Beute.
Gut, wo war ich eben? Genau, so ein kleines Content-Update. Diese Geschichte mit dem Klabautermann ist sehr schön gemacht gewesen, sehr durchdacht, aber da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr hinterherkommen. Und vielleicht noch so die ein oder andere Seemannsgarnnummer, weil nur Meerjungfrauen und Kraken, das ist zwar nett, aber ich denke mal, da gibt es noch mehr. Aber ich gehe auch mal schwer davon aus, da ist inzwischen eine Menge in Entwicklung. Ja, 4 Verletzte. Ne, die sind alle schon top. Gut. Dann müssten wir bei der nächsten Gelegenheit auch mal ein bisschen Medizin einkaufen. Aber da oben können wir unter anderem sehr gut unsere Beute verkaufen. Ne, da halten wir uns gerade mal raus. Einmal voll reparieren. Und dann schauen wir mal. Den Wein weg und den Stein weg. Geldmäßig ist gerade ein bisschen dünn. Medizin könnten wir hier kaufen, so verrückt bin ich aber nicht. Was haben die? Auch nichts Besseres am Angebot als das, was wir schon haben. Rumpf. Nun, davon hätte ich gerne noch so eine. Um unser Schiff mal komplett aufzurüsten. Na, die können weg. Ja, wie gesagt, Medizin bräuchten wir halt einmal. Das Schiff ist repariert, Mannschaft ist auch vollzählig. Dann, wo kriegen wir günstig Medizin? Kann man hier Medizin einkaufen? Bei denen sind wir schon relativ gut im Stand, würde ich sagen. Es wäre schön, wenn man sich die... Oh ja, wisst ihr was? Das schreibe ich denen ins Forum. Also zum einen... jetzt habe ich die Punkte schon fast wieder vergessen, aber ich sehe es mir gleich nochmal an und dann weiß ich ja, was ich tun wollte. Zum einen wäre es sehr günstig, wenn man hier sehen könnte, wie viel Prozent oder wie viel Punkte man bei welcher Seite schon hat. Das wäre ein immenser Vorteil. Könnte man auch etwas besser abschätzen, ob sich die Mühe überhaupt lohnt. Beziehungsweise, ob man sich damit nicht die Motivation bei den jeweiligen versaut. Das sind solche Momente, wo man die längere Kanonenreichweite deutlich spürt. Wenn man an der feindlichen Artillerie vorbeisegelt und ganz entspannt weiterfeuern kann. Gut, dann nehmen wir uns auf jeden Fall unseren Teil an der Beute mit. Was immer das ist. Das ist ein Artefakt. Hat das irgendwas zu sagen? Ich sehe hier momentan nichts. Offensichtlich gab es auch nichts. Rambok haben wir offensichtlich auch wieder verloren. Stehen bei denen bei minus 121, bei den Piraten bei
plus 117. Gut, weil den habe ich sowieso verloren. Wir wollten neue Medizin kaufen. Nach Möglichkeit günstig. Natürlich haben die keine. Nö, da möchte ich mich jetzt mal ganz kurz raushalten. Wisst ihr was? Ich glaube... Nein, ich weiß, wir haben genügend Geld, um uns den zweiten Satz Kanonen zu kaufen. Hehe. Dann können wir die nämlich durch die hier ersetzen. Schnellere Nachladezeit, erhöhte Reichweite. Dann verkaufen wir einfach die langen Kanonen. Dann haben wir ein Schiff, das auf beiden Seiten mit dicken Kanonen bestückt ist. Mit Karonaden. Und dann werden wir mal weitersehen. So, Medizin. Die lassen uns nicht mehr in den Hafen, das kann ich so schon sagen. Okay. Die Jungs vom Klabautermann wollen mal wieder Streit anfangen. Aber da sind die schief gewickelt. Wir haben bessere Kanonen, wir haben Artefakte, wir haben ein schönes großes Schiff. Er hat schon mal ein Schiff weniger, das ist auch eine gute Sache. Uiuiui. Die Reichweite inzwischen ist aber... mehr als heftig, würde ich mal sagen. Nein, ich denke nicht, dass wir flüchten sollten. Unser Status ist momentan eindeutig überlegen. Lasst sie ruhig kommen. Wenn sie es denn wagen. Vielleicht wäre auch ein bisschen Hintergrundgeschichte schön. Ich meine, optisch ist das hier alles fantastisch, ne? Aber wer baut sowas? Ich meine, keine Beschwerde meinerseits, ne? Aber wer baut sowas? Es muss da ja jemanden geben, der das intensive Bedürfnis hat, aus einem Felsen zwei Hände rauszuschnitzen. Leuchtturm zu setzen. Und zwar so, dass es aussieht, als ob dieser Leuchtturm nur von zwei Fingern gehalten werden würde. Abgesehen davon, dass das natürlich physikalisch ein bisschen schwer zu bewerkstelligen sein dürfte. Gut, über Realität und Physik wollen wir hier jetzt erstmal besser nicht reden. Ne? Das, beschleunigen wir das Ganze nochmal schnell. So. Ja. Ach was. So nötig haben wir es jetzt nicht. Wir werden mal hier hin segeln. Da
Das ist ja klar. War ja wohl mehr als empfindlich eingestellt, ha? Okay, ja, mehr Story, mehr Schiffe wäre schön, eine Möglichkeit mehr zu individualisieren, mehr Rumpfmodifikationen. Ich meine, diese Flügel sind schön und die Knochendornen auch, aber ein bisschen mehr wäre schon schön. Vielleicht die Möglichkeit, individuelle Segel einzufügen. Ja, man kann es ja durchaus, was die Größe angeht, begrenzen, sodass nicht allzu viel geladen werden muss, aber... sollte eigentlich kein Problem sein. So, kleine Reparaturen. Auch keine Medizin. Das Blöde ist, ich vergesse immer, wo wir die kriegen. Nee, nur Piraten will ich nicht angreifen. Ja. Mit denen haben wir es uns sowieso schon mächtig verscherzt. Schalten wir jetzt einmal die Festung aus, damit die nicht weiter nervt. Dicke Beute, würde ich mal sagen. Dann beschleunigen wir noch. Ah, ja. Die. Gut, wir fahren von hinten einmal durch. Oder holen wir uns erstmal. Wir holen uns erstmal das. Fahren. Okay. Na, also, auf jeden Fall, dass man vor Kampfbeginn sehen kann, wie der Stand bei den einzelnen Fraktionen ist. Dass die Namen der Fraktionen besser angezeigt werden, ist ja auch so eine Geschichte, die mir schon früher aufgefallen ist. Wir hatten ernsthaft Probleme rauszufinden, wo wir gegen wen kämpfen sollten, weil einfach nirgendwo ganz klar gesagt wird, diese Flagge, das ist diese Fraktion, fertig. Passt doch auf, wo ihr euch rammen lasst. So. Dann dieses wie wilde Flüchten der KI. Das ist auf jeden Fall auch was, wo sie vielleicht dran arbeiten sollten. Verletzte haben wir auch schon. Jetzt natürlich auch wieder nichts. Ich habe das Gefühl, es werden immer mehr, die hier arbeiten müssen.
können wir uns nicht entgehen lassen. Es ist immer so furchtbar einträglich, gegen die vorzugehen. Kamerapositionierung, das ist auch so eine Geschichte. Da sollte vielleicht mal jemand einen Blick drauf werfen. Zum einen, weil man ja sehr häufig in eine Position gesetzt wird, aus der man sich nicht direkt am Anfang rausmanövrieren kann. Und zum anderen halt, weil man einfach... Naja, gut, dass man halt die Kamera so, wie sie ist, halt dreht. Das ist akzeptabel und dass man halt mehr auf Hindernisse aufpassen muss. Auch darüber möchte ich mich eigentlich nicht beschweren. Nur eben, dass die Startkamera nicht hinter dem Schiff, sondern vor dem Schiff läuft. Das ist... Naja, sagen wir mal schwierig. Weil wenn ich so anfange, weiß ich nicht, ob ich direkt auf eine Insel zulaufe, durch einen Kanal fahre oder was auch immer. Gut, wenn ich die Karte kenne, und das ist häufig genug der Fall, dann... ist das schon richtig. Die Möglichkeit, den gewählten Kurs fortzusetzen. Nein, das sind unsere quasi Freunde. Da helfen wir mal nach Kräften mit. Ne? Okay, das ist ein Freund. Hat er noch mal Glück gehabt. Diese Schlachten sind auch so einseitig. Ich würde nicht mit der KI kämpfen wollen. Also mit den Piraten gegen die Festung. Ah, das kratzt nicht. Ah, ein kleines bisschen vielleicht. Nein, ich will den auswählen. Damit ich vielleicht die Kanonenreichweite sehe. Naja. Okay, ein Restauto einsammeln lassen. Und dann in unseren Lieblingshafen. Na gut, immerhin. Das Schiff hat kaum Schäden. Beute haben wir auch gemacht. Das ist von mehr, als ich eigentlich dachte. Natürlich neue Kanonenkugeln kaufen, aber dafür haben wir mehr als genug Geld. Wir können reichlich Beute verkaufen. Mhm. Geldmäßig sind wir auf jeden Fall gut dabei. Dann kaufen wir mal... kaufen wir ruhig volle Ladung Medizin. Wir haben noch welche hier in Reserve, das weiß ich. Und ich möchte auch gerne, dass das so bleibt. Wir haben da 14, dann packen wir einfach mal 26 rüber. Haben wir jetzt hier 40 in Reserve. Dann kaufen wir Kanonenkugeln. Nein, danke. Ich würde auch gerne... Das wäre auch so eine Sache, ne? Ich kann zwar kaufen, aber ich kann, während ich kaufe, nicht sehen, wie viel ich davon schon habe. Zwar an sich nicht so tragisch, aber schon irgendwo ein bisschen störend. Ja, ist eigentlich auch, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, die Episode zu beenden. Dann können wir, wenn wir das nächste Mal dann wieder anfangen, und ich gehe mal davon aus, wenn das nächste Update das mehr Content bringt, hochgeladen wird, dass ich dann auch neue Folgen aufnehmen werde. Ich danke euch dafür, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ist ein sehr schönes Spiel. Wie ihr wisst, ich empfehle nur, was ich selber spiele, und ihr habt gesehen, ich spiele es.
Wenn es gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr es selber ausprobieren wollt. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.